Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, haben meine kinoverrückten Kollegen hinter mir die Tendenz, ihren Arbeitsplatz ganz nach ihrem Filmgeschmack zu dekorieren. Vom Kinderzimmer bis zum Büro. Das Poster vermittelt eine klare Botschaft. Ich bin, was ich schaue. Seit einigen Jahren hat sich diese Einstellung jedoch leicht gewandelt. Sie wurde sozusagen personalisiert. Grund dafür ist ein neuer, boomender Markt für inoffizielle Filmposter. Von Fans für Fans. Wir haben uns gefragt, warum werden offizielle Plakate durch Fanart ersetzt? Machen wir uns doch ein Poster. The fans have taken it upon themselves to create magic. Fans werden heutzutage mit lizenzierten Sammlerstücken überschüttet. Dennoch boomt seit ein paar Jahren der Markt mit alternativen Postern. Was wir machen, beeinflusst die kommerzielle Filmindustrie. Eine typische Geek-Bewegung, die mit den Konventionen und Markenzeichen der Popkultur spielt und dem Publikum wieder einen Zugang zu Phänomenen gewährt, die in der Massenkultur untergegangen sind. Der Blog Geek Art hat diesen Retro-Trend aufgegriffen und mehrere erfolgreiche Sammelbände veröffentlicht. In meiner Jugend war ich ein typischer Geek. Ich habe Dungeons & Dragons, Magic und Super Nintendo gespielt. Das war meine Leidenschaft. Ich habe in Paris studiert und in der Werbebranche gearbeitet. Dort habe ich angefangen, mich für Grafikdesign und Illustration zu interessieren. Ich habe schnell festgestellt, dass viele Künstler, die so aufgewachsen sind wie ich, gerne die Helden unserer Kindheit und der damaligen Popkultur in ihren Arbeiten darstellen. Daraus ist nach und nach das Phänomen Fanart entstanden. Die Künstler haben immer öfter eigene Poster entworfen, mit Super Mario oder Darth Vader zum Beispiel. In der Mondo Gallery in Texas wurden diese alternativen Plakate dann sogar mit offizieller Lizenz ausgestellt. Mondo war ursprünglich bloß eine Veranstaltung, auf der Sammlerstücke verkauft wurden. Die T-Shirts und Plakate waren als Nischenartikel für die Besucher des Fantastic Fests, ein Kinofestival für Geeks in Austin gedacht. Durch Pinterest, Tumblr und Instagram wurde der kleine Rahmen des Festivals jedoch schnell gesprengt. Bei Mondo haben sie gezielt nach Künstlern gesucht, die die typischen Kultplakate der Science-Fiction-Filme aus den 50er oder aus den 80er Jahren als Vorlage nahmen. Ich denke da zum Beispiel an die Goonies oder E.T. Oder sie haben direkt nach Leuten gesucht, die einen ganz eigenen Stil hatten und an die sie glaubten. Die Künstler kommen häufig aus der Werbe- und Verlagsbranche und sind weniger für ihren Hang zur Geek-Kultur als für ihren einzigartigen Stil bekannt. Wie der Mondo-Star Laurent Durieux. Ich bin in diese Geek-Welt und Nischenkultur reingerutscht, muss aber sagen, dass ich selbst kein Geek bin. Ich interessiere mich mehr für Retro-Futurismus und 40er oder 50er Jahre Vintage, nicht für die 80er. Mondo hatte mir damals vorgeschlagen, etwas zum Film Der Weiße Hai zu entwerfen. Ich hatte abgelehnt, da ich der Meinung war, man könne das ikonische Filmposter von Roger Castine nicht übertreffen. Schließlich stand es symbolisch für den Film. Dann dachte ich aber, dass es den Film als solchen nicht wirklich trifft. Denn die Besonderheit des Films liegt darin, dass man den Hai selbst fast nie zu Gesicht bekommt. Ich habe also ein fast schon langweiliges Strandbild entworfen, auf dem jedoch irgendetwas nicht stimmte. Ein Teil des Sonnenschirms im Vordergrund war pechschwarz und erinnerte an eine Haifischflosse. Das fiel auf und ich bekam eine Mail von Steven Spielbergs Assistenten, der schrieb, Spielberg gefällt das Plakat sehr gut, er hätte gerne 25 davon. Bei Mondo sagten sie, dass so etwas sonst nie passierte und ich ins Schwarze getroffen hätte. Das war ziemlich... Damit hatte ich nicht gerechnet. Durieux' Strandbild verweist auf einen wichtigen Teil des Films, den uns das offizielle Poster vorenthält. Sein Erfolg bei Fans und Filmemachern führt uns eine wichtige Funktion des Filmplakats vor Augen. Es verrät uns etwas über das Werk.
Aber was genau? Sie heißen Saul Bass, Drew Struzan oder Richard Amsel. Ohne ihre Handschrift wären James Bond und die Filme von Hitchcock und Spielberg nicht das, was sie sind. Diese Künstler und ihre Plakate haben unser kollektives Bewusstsein geprägt. Lange Zeit aber wollten selbst eingefleischte Kinofans nichts von ihnen wissen. I believe I have captured something of your likeness. Ah. Not bad. What do you think, Snowy? Les galeries américaines. Die amerikanischen Galerien haben die Künstler der 80er Jahre wieder an Bord geholt und neue Plakate in Auftrag gegeben. Ich denke da an Drew Struzan, der wieder sehr gefragt ist in letzter Zeit. In den 50er oder in den 80er Jahren gab es noch kein Internet. Das Plakat musste die Leute anlocken. Durch virales Marketing, das Internet und Promotion-Veranstaltungen hat das Poster an Bedeutung verloren. Leider wird mittlerweile immer häufiger auf Photoshop zurückgegriffen. Man druckt ein paar Köpfe auf ein Plakat, um zu zeigen, wer alles in dem Film mitspielt. Ein, zwei Explosionen, ein Monster, fertig. Hey fellas, you want to take a look at this? Zwei Jahrzehnte lang wurden Filmplakate auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners für ein gleichgültiges Publikum entworfen. Durch Geek Art kommt das Filmplakat mit seinen Anspielungen heute zu neuen Ehren. Early Renaissance, I think. Raphael or Piero della Francesca? No, I believe it's one of the fettuccinis. Es gibt eine Bewegung, von der das Geek-Art-Phänomen besonders profitiert hat. Das ist der Minimalismus oder das minimalistische Poster. Man hat in gewisser Weise die Codes von Saul Bass übernommen, der in den 50er, 60er und 70er Jahren sehr grafische Poster entwarf. Das war eine Art Spiel zwischen Künstler und Publikum. Mit drei Formen und drei Farben kann man einen ganzen Film beschreiben. What kind of movie is it? Is it funny or romantic? I'm not allowed to answer that kind of question, ma'am. Filmplakate wurden nicht dafür gemacht, um in U-Bahn-Schächten nebenbei registriert zu werden. Sie verlangen Aufmerksamkeit. Der Betrachter wird aufgefordert, stehen zu bleiben, die Symbole zu entschlüsseln und sich mit dem Film zu beschäftigen. Ich möchte den Film weder verraten noch den Leuten auf die Sprünge helfen. Es wäre herablassend, die Menschen für dumm zu halten und sie auch so zu behandeln. Ich arbeite nicht für das Marketing und das alternative Poster macht sich auch ein bisschen über die finanziellen Zwänge lustig. Es ist meine Art, den Film zu verstehen und ihn neu zu interpretieren. Gefühle und Dinge an die Oberfläche zu holen, die man vielleicht erst auf den zweiten Blick erkennt. Je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. It's him. He's here. Das Publikum liebt alternative Plakate und Filmemacher sind frustriert über die gleich aussehenden Filmposter. Steigt die Nachfrage nach originellen Plakaten dadurch künftig? You've captured the whole essence of the project right here. Look at the kids with the kites. That's warmth. I like warmth. Ich arbeite derzeit für einige Major-Labels, die gemerkt haben, dass die alternativen Plakate einen Wert darstellen und vielen Menschen gefallen. Ich weiß nicht, ob sie damit durchkommen, denn das Ganze ist recht kompliziert. Am Ende entscheidet nicht der Regisseur oder der Produzent allein. Auch der Filmverleih hat ein Mitspracherecht. Das ist also recht komplex. Es geht um Kreativität und einen besonderen Blick auf den Film, ohne gleich um jeden Preis verkaufen zu wollen. Geek Art führt uns die Nachhaltigkeit des Filmplakats vor Augen. Und sie ruft uns ins Gedächtnis, dass Filme, Serien, Comics und Videospiele nicht dazu da sind, um das Wochenende zu füllen, sondern um eine vielschichtige Beziehung zum Zuschauer aufzubauen. Gleichzeitig ist der Erfolg dieser Plakate kein Todesstoß für das Marketing. Er erinnert vielmehr an den so subtilen wie essentiellen Unterschied zwischen Konsumprodukt und Kunstwerk. You're very beautiful. It.
8, 8, 8, 8, 8, 8.